Jose, Leistungsvergleich hier in der Allianz FC Bayern Akademie zwischen der André Schürrle-Auswahl, FC Bayern München und Benfica Lissabon. Einmal verloren, einmal unentschieden, zweimal gewonnen. Gar keine so schlechte Ausbeute. Was denkst du? Erstens mal sage ich Danke an Arthur, André. Und dann halt vom Ding her, von den Spielen her, war es ja okay, wir haben auch die Besten von der Karlsruhe mitgenommen. Deswegen ist es auch eine Auswahl. Und dadurch habe ich mir schon eigentlich habe ich gehofft, dass wir einen mehr gewinnen anstatt unentschieden. Aber okay, die Jungs können auch Fußballspiele vom FC Bayern und vom Benfica. Das hat man auch gesehen. Jungs waren dann halt irgendwann platt. Aber war okay, es hat mir gefallen, wie sie Fußball gespielt haben. Das, was wir trainiert haben, das sind sie auch umgesetzt. Von daher war es okay für mich. Was ist dir heute besonders im Gedächtnis geblieben? Und welcher Spieler ist dir vielleicht heute, ob es bei euch oder bei den anderen Mannschaften, besonders aufgefallen? Also beim FC Bayern, der kleine Zehner. Das ist ein sehr guter Linksfuß. Und bei mir halt mein Stürmer, der war halt top. Meine beiden Spielführer, also die Innenverteidiger, waren top. Also ich kann nur sagen, ich bin überrascht, dass die so gut gespielt haben. Und von Benfica waren es auch 3-4. Da war auch so ein kleinerer, der war auch gut. Der Stürmer hat gut gefallen von Benfica. Also wie gesagt, ich habe ja mehr eigentlich dann auf meine Mannschaft geguckt, dass man da was hole oder gut spiele. Und das war auch so, von daher ist es okay. Ja, für viele Spieler war das natürlich ein absolutes Erlebnis, aus der André Schürrle-Auswahl gegen solche natürlich Hochkaräter zu spielen. FC Bayern München, Benfica Lissabon, Top-Mannschaften. Für dich wahrscheinlich auch. Wie denkst du es? Ja, für mich war es auch persönlich natürlich super. Erstens mal in so einer Akademie reinzukommen, braucht man halt wirklich, muss man viel Glück haben, um sowas zu passieren. Aber du, ist so wie gesagt, ich, der Arthur und der André Schürrle haben das ja irgendwie hinbekommen, dass ich auch mal sowas sehen kann. Und für die Jungs natürlich ist es auch Bombe. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht mehr viel sagen, das sowas zu erlebt zu haben. Wenn ich das damals erlebt hätte, dann wäre es vielleicht was anderes geworden von mir. Aber die Jungs kriegen ja alles. Von daher ist es okay. Ja, noch ein paar Worte dazu, wie es für die Jungs war. Wie hast du es erlebt, also als Trainer, wie es bei denen angekommen ist, dieses Event? Als Trainer, ich denke, das war richtig gut, richtig schön für die Jungs, gegen so Mannschaften zu spielen, so wie Benfica. Die haben ja letztes Jahr schon gegen die gespielt, aber jetzt dann FC Bayern. FC Bayern ist halt in Deutschland die Nummer 1. Das ist halt einfach so. Und gegen so Mannschaften Fußball zu spielen, ist halt schon was Besonderes für die Jungs, für alle. Auch für mich als Trainer. Möchtest du noch was loswerden? Danke.